Hallo und willkommen zurück bei Black Myth Wukong. Wir haben hier noch die Vase bekommen. Stellt bei einem perfekten Ausweichmanöver eine kleine Menge Ausdauer wieder her. Wär's Mana, hätte ich es genommen auf jeden Fall. Aber Ausdauer. Wir können ja trotzdem noch Sachen machen. Die Ausdauer verringert ja nur den Schaden. Ich glaube, da lasse ich lieber ein bisschen die Tankigkeit. So, wir haben ja bei dem gestoppt. Was will der denn? Raise thy cup, seek answers on high. Who defies death neath every sky? Oh, I messed up my mission. Go find something to sober me up. Oh, how refreshing. You woke me up. Thanks. Enough with the chit-chat. My belly's growling. I must quench this rumbling in my belly first. The Temple of Crouching Tiger. They say there's meat there. Worth a look. The feast first, then the toil. Hunger brings no spoils. You should eat more, Skinny. Off we go to the Temple of Crouching Tiger. Folgt er mir jetzt? Nee. Also ich kann ihn gern dahin bringen. I must quench this rumbling in my belly first. Temple of Crouching Tiger. They say there's meat there. Worth a look. Hätte der mir gegen den Tiger geholfen im Kampf? Also er folgt mir jetzt nicht. Das wäre lustig. Dann könnte der tanken. Ich weiß aber auch nicht, ob man hier überhaupt sowas wie Hilfe kriegen kann. Okay, hier komme ich nicht rein. Also im Moment zumindest nicht. Ja, hätte ja sein können, dass der mir jetzt folgt und dann, dass ich den da hinbringen soll. Aber anscheinend treffe ich den dann da. Feast first, then the toil. Also wieder im Tempel, ja? I must quench this Temple of Crouching Tiger. They say there's meat there. Okay, dann gehen wir doch noch mal dahin, ja? Meinst du, es gibt eine Abkürzung? Nee, wahrscheinlich nicht. Dann porte ich mich dahin, oder? Weil da komme ich ja nicht mehr hoch. Bin ja von da runter gejumpt. Und ich weiß nicht, wo ich rauskomme, wenn ich hier den Weg folge. Weil man auch gar keine Karte hat, so. Noch zum Tempel. Vergiss das nicht, bevor du in den letzten anderen gehst, dann vergisst du doch den Tempel. Diese Pflanzen sind gefährlich, deswegen nutze ich da auch gern die Fähigkeit. Oh, der ist blau. Okay. Okay. Respekt. Ratsy!
Der Rattengouverneur. Sieht aber wie ein Dead End aus hier. Okay. Wobei, da scheint noch weiter zu gehen. Meditieren. Drei Punkte, nice. So, was haben wir hier Schönes? Maximales Mana, sehr schön. Wo kommen wir denn hier hin? Oh shit! Das war so nicht geplant. Ich wusste, der Sand sieht komisch aus, aber dass das passiert, wer hätte denn damit rechnen können? Alle? Ja, gut, ich nicht. Da komme ich nicht so einfach rüber. Den kann ich aber weg. Entschuldigung, ich muss hier hoch. Entschuldigung. Geht's gar nicht weiter. Ich könnte auf die andere Seite jumpen. Ich muss aber da oben nochmal hin, ey. Verdammt. Da war noch ein anderer Weg. Den habe ich mir jetzt nicht angeguckt. Aber ich komme hier nicht zurück. Das heißt, mir bleibt nichts anderes übrig. Schade, ich hätte ja gern bei dem reingejumpt. Sah aber nicht so aus, als könnte ich zur anderen Seite. Easy. Ein Achselhaar, ja. This befits you grandly.
Hey, luckily I've kept it close for its rightful owner. Aufs Haar genau. Der Osterkorner bläst Haare in die Luft und erzeugt Duplikate, die im Kampf unterstützen. Das ist stark. Okay, wir porten uns zuerst wieder da hoch. Wo bin ich denn gerade? Und dann gucken wir, was ich jetzt vergessen habe. Dann porten wir uns zum Tempel. Was ist falsch? Okay, der ist richtig. So, hier bin ich ja eben links direkt runtergejumpt. Ah, hier rechts ging's gar nicht weiter. Okay. Ja, dann habe ich das falsch gesehen. So, da geht's weiter, da geht's durchs Tor. Ja. Wir gehen zum Tempel. Oder nochmal kurz zum Bambushain. Wenn wir jetzt eher rumporten. Alter, ich dachte gerade, was denn auf dem Blitz? Hat er da so ein, Blitzangriff? Aber nein, der saugt da gerade was in die Gurde auf. Hier, Gurden. Verschiedene Gurden, eine unterschiedliche Fassungsvermögen. Gurden. Gurde. Gurde. Ich habe gehört, Bambus ist wie Pest. Im Garten. Was man nicht alles hört, wa? Moin, was geht denn so, Äffchen? Cheers, cheers. So, Gurdenaufwertung. Zack, noch eine Füllung. Tankaufwertung. Nee. Drink, drink. So, warum ich weiß, dass uns noch ein Meditationsplatz fehlt, kann ich euch auch mal zeigen. Wir machen erstmal hier die ganzen Punkte weg. Es fehlen gar nicht mehr viele Gegnertypen tatsächlich. So, hier. Hier habe ich, 4 von 6 und hier nur 2 von 3. Das heißt, einer fehlt auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht, ob ich das mal in der Folge machen soll. Wird bestimmt für die Achievement, müssen wir bestimmt alle haben.
So, was haben wir? Sekunde. Ach, den habe ich noch gar nicht geguckt. Erhöht Donnerschaden. Wie kann ich denn Donnerschaden machen? Sieht auf jeden Fall geil aus. Erhöht Donnerschaden. So, ein Duplikatzauber. Reiße eine Haarsträhne heraus, kaue darauf herum und spucke sie in die Luft, um mehrere Duplikate zu erzeugen. Diese flinke Duplikate können kämpfen oder fliehen und greifen den Gegner an, während der Wirker attackiert wird. Der Zauber kann für eine Atempause oder Flucht eingesetzt werden. Die Duplikate sind jedoch zerbrechlich und werden schnell zerstört, wenn der Gegner sie direkt angreift. Die Dauer, Schaden. Fokus, maximales Leben der Duplikate. Wenn die Gegner treffen, wird die Verlängerung erhöht. Jede Talentstufe gewährt ein zusätzliches Duplikat. Wenn eine betrachtliche Menge zusätzliches Mana verbraucht wird. Also mehr Duplikate für mehr Mana. Erhöht den Schaden, wenn ein weiterer Zauber währenddessen eingesetzt wird. Zum richtigen Zeitpunkt können Duplikate Lähmung. Alter, die sehen richtig OP aus. Feuerkreis und Felsenfaust verwenden. Nicht schlecht. Man kann auch so viele Punkte in die Verwandlung stecken. Wir gehen halt im Moment voll auf Stab, ne? Ich überlege, diese ganze Stabdinger hier wegzumachen. Der hat noch nie funktioniert. Diesen taktischen Rückzug nutze ich eigentlich nicht. Der ist leider nicht so geil, wie ich gedacht habe. Da war eigentlich die Schlaghaltung besser. Wir können ja mal neu skillen und gehen dann hier auf den hier. Dann probieren wir mal die Säulenhaltung. It can lead to success or failure. Aber wo könnte der Meditationsplatz sein? Ich bin ja hier eigentlich überall mal durchgelaufen. Aber das machen wir nicht diese Folge, glaube ich. Ich glaube, wir werden jetzt mal umskillen. Okay.
So, wir gehen jetzt auf die Säulenhaltung. Wir skillen die Säulenhaltung dann komplett voll. Das ist der fegende Sturm. So, aufladen während des Sprints. Ausdauerreduktion. Nach einem erfolgreichen Treffer mit fegender Sturm löst ein weiterer schwerer Angriff. Der Fokuspunkt verbraucht wird mit der Stoß aus. Mindestens 3 Fokuspunkte kann der Auserkorene beim Sitzen auf dem Stab in der Hitze des Gefechts die Gurde benutzen. Ah, kann ich hier aufladen? Fällt nicht mehr herunter, wenn beim Sitzen Ausdauer erschöpft ist, sondern führt einen schweren Angriff aus. Nicht schlecht. Jede Talentstufe erhöht Aufladegeschwindigkeit aller Haltungen. So. Verbraucht alle Fokuspunkte und zusätzlicher Schaden. Und den. So, dann gehen wir jetzt ins Fundament. Gehen wieder auf die Ausdauer. Verteidigung, maximales Mana. Einmal den Wirbel hätte ich gern. Das nutze ich eigentlich sehr viel nach dem Sprintenangriff. Der finale leichte Angriff, erhebliche Schadensreduktion. Das ist ein Problem, das hatte ich ja immer. Jetzt habe ich aber nicht mehr Leben und auch der Crit nicht mehr. Jetzt habe ich halt die Stab. Hier habe ich erstmal alle Punkte drin, die ich haben wollte. Das heißt, wenn wir jetzt weiter leveln, dann werde ich erstmal hier die Angriffsreichweite noch erhöhen. Dann holen wir uns den Crit wieder. Den nutze ich gar nicht so häufig. Dann probieren wir das mal aus. Ich wollte jetzt eigentlich mehr hier auf die Dinger gehen, aber habe ich jetzt doch nicht gemacht, weil ich jetzt hier die Stabhaltung durchchecke. Wenn ich diese Stabhaltung hier wegmache und dann auf diese Schlaghaltung gehe, was ich wahrscheinlich am Ende machen werde, habe ich vielleicht wieder ein paar Punkte zusätzlich. Aber jetzt probieren wir die Säulenhaltung einfach mal aus.
So, den werden wir auf jeden Fall einmal kultivieren. Mehr erstmal nicht. Dafür gefällt der mir noch nicht gut genug. Und wir reisen jetzt zum Tempel. Okay, wie wirbelt der länger? Jetzt muss ich erstmal wieder Ausdauer sammeln. Okay, wie wirbelt der länger? Was muss ich drücken? Also, leichter Angriff, starker Angriff. Gedrückt halten? Nein. Spammen? Auch nicht. Ein leichter Angriff? Nein. Macht er das denn mehrmals in dem Video oder macht er das immer nur einmal? Weil ich dachte, der macht das mehrfach. Nee, da macht er es auch nur einmal. Das hat er jetzt aber nicht gemacht. Also der sollte eigentlich nach dem schweren Angriff hier noch einen machen. Das macht er aber nicht. Wenn man Fokuspunkte hat. Aber ich habe es ja geskillt, dass er das auch macht. Das habe ich ja hier geskillt, dass er das auch machen könnte ohne Fokuspunkte. Nur mehr halt mit weniger Schaden. Müssen wir mal, probieren wir aus, wenn wir mal Fokuspunkte haben. So, gehen wir erstmal hier und suchen das Schweinchen. Den wollten wir doch hier treffen, oder nicht? Okay. Ja, ich dachte, jetzt könnte ich den hier rufen, aber... Anscheinend ist er gar nicht hier. Aber wo bin ich denn jetzt?
Maximales Leben, immer schön, immer gern gesehen. Da ist ein blauer. Was sind denn das für Viecher? Da hole ich mir mal Verstärkung. Okay, doch nicht anscheinend. Die Massen haben mich hier komplett fertig gemacht. Aber wo ist der Dicke? Der sollte doch hier sein. Der hat doch gesagt, gehen wir zum Tempel des lauernden Tigers. Das ist hier. Wo ist der? Hier ist er nicht. Da ist er auch nicht. Hier ist er nicht. Hier ist er nicht. Ah, hier. Oh, this putrid rat meat is insufferable. Help me score a tasty treat, will you? It drives me mad. I've been craving a taste of that juicy jade lotus. Can you find me some in this barren land? Müsste ich eigentlich schon haben. I wouldn't mind some meatless meals from time to time. I have stumbled upon some interesting leads. The realm of gold does hold a connection to this desolate land. I hear the realm of gold is where the sun sets. There, they held rats above all others. And somehow, before we knew it, the realm was gone. Quite odd, that is. I just tried those rat guais. They taste like men flesh. Its people are not yet extinct. I suspect the yellow wind guai had a role in their downfall. Our senior brother gave me a piece of gold. I'll need it here. When the time's right, he said. It's the right time now. I'm taking it to the right place to give it a try. I just tried those rat guais. Its people are not yet extinct. Our senior brother. It's the right time. Ich hab gedacht. Der gibt mir noch irgendwas, aber... Gehen wir noch mal hier runter. Weg!
der starke Angriff. Die waren echt nicht ohne. Diese Rattenviecher. Füll die Gurte. Oh, perfekt. So, Seabed Officer. The Officer, was kannst du denn? Du bist nur selten. Erhöht den Angriff leicht, okay. Fernkampf. Eine Truhe. Das heißt aber, wir können jetzt diese Tore mit diesen Masken da öffnen. Hier habe ich auch nichts übersehen, oder? So dunkel, da sieht man nicht so gut. So, wo sind wir denn hier? Ich glaube, wir sind im Wirbelsturm. Da oben war doch ein Dings. Shit, aber da komme ich glaube ich nicht hin. Weil ich rutsche hier mal wieder runter. So, hier ist auf jeden Fall ein Räucherteil. So, was ist das hier? Was ist das? Refinement is the way to make golden pills. What say you, brave one? Machen erstmal ansprechen. I can never repay you for saving my life. Oh, here, a token of my gratitude. Danke. So, Medizin herstellen, Medizin der Himmlischen. Eine schwächere himmlische Medizin, die dauerhaft das maximale Leben erhöht. Ja, sind aber begrenzt. Brandresistenz. Also wir hätten hier die Ausdauerrate, Verteidigung, Ausdauer, Mana. Ich hätte gerne ein Mana-Dings, maximales Leben. So, ich könnte die viermal erstellen. Uncover the secrets of sky and earth and thou shalt have pills. All things can be my material, yet I choose the rarest few. Dauerhaft maximales Leben erhöht. Das ist stark.
So, vielleicht sollte ich mehr Geisterkerne sammeln, dass wir das hier ausmaxen, oder? So, das wäre himmlisch. Was ist denn sterblich? Ach so, das sind halt die ganz normalen Tränke, ne? Ja, ich spare jetzt erstmal, ne? Medizin herstellen, Medizin Sterbliche, ja, das habe ich ja schon gesehen. Ach, da kann ich das zurücksetzen. Das ist auch schön, kaufen. Rezept, Absurd der Langlebigkeit. Kaufen wir mal. So, dann gucken wir mal, wie lange denn? Erhöht nach... Für längere Zeit, okay. Aber man, ich weiß nicht, was längere Zeit ist, vielleicht halbe Stunde oder so? Müsste man ausprobieren, aber ich will eigentlich keine Ressourcenverschwendung. So, jetzt muss ich diese Kerne kaufen. Gucken wir mal. Ja, die habe ich leider schon alle leer gekauft. Der LAN scheint sich aber auch nicht zu resetten. Da muss ich halt farmen. Ne? Gelbwindformation. Oh nee, ich kann nicht zurück, oder? Doch. Ist jetzt die Frage, ob ich hier weitergehe oder erstmal... den anderen Weg. Ja, hier ist der. Da ist das Steinviech. Ich glaube, ich rede nochmal mit dem. Ob ich vielleicht jetzt schon mal was besiegt habe, so? Ich hoffe, die Fernkämpfer sehen mich nicht. Vergiftet. In that cave, there's a rock boy lurking, holding secrets, I bet. Should you uncover? Rocks turning into guys, does no small matter. Ich weiß immer noch nicht, von welcher Höhle der redet. Ich weiß nur, ich bin vergiftet. Und dass das Gift nicht weggeht. Ich gehe gerade nochmal, ich porte mich nicht. Hier lang. Sollen wir noch ein bisschen Ressourcen farmen? Alter, die Säulenhaltung ist besser, als ich erwartet hätte. Ich dachte, die ist irgendwie albern, aber irgendwie ist sie gar nicht so schlecht. Oh!
Vielleicht war es jetzt auch das insgesamte Umskillen, was ziemlich nice ist. Vielleicht war es einfach zu früh schon auf Crit zu gehen. So, warum ich jetzt hier nochmal hingehe? Weil hier war ja auch eine Tür, die wir öffnen konnten. Da war ich aber kurz vorm Vergiften. So, Speicherpunkt. Gehen wir mal durch die Tür hier. Führt das in dasselbe Land? Auf jeden Fall kann ich hier hochgehen. Ach, guck mal. Wir sind in der Höhle. Schön. Gegnergruppe. Warte, geht's hier weiter? I'm here, little monkey. Let me hear my rattle drum. Nicht benutzen. Was ist das? Pa told me, when the dust stops, my cough ends. I know you're not from around here. Don't frown like that. Our village is fun. I know an old man in the stone, and a piggy who steals all the drinks. And at the bottom of that well, that's your secret. Vor allem da oben bin ich auch relativ sicher, solange ich Ausdauer habe. So, was? Der hat irgendwas von einem Brunnen gesagt? Also, ich... Das ist wieder kurios, ne? Die Säule hat mich von Anfang an irgendwie, was ich so gelesen habe, am wenigsten angesprochen.
Jetzt probiere ich sie aus und jetzt gefällt sie mir irgendwie am besten. Das ist wieder so typisch, ne? Das durchzieht so mein ganzes Leben, dass Dinge, die ich eigentlich, wo ich gar keinen Bock drauf habe, wo ich sage, nee, das wird's auf jeden Fall nicht. Oder so, ne? Dass es dann genau das am Ende wird. Alter, was ist mit dir los? So, der hat irgendwas vom Brunnen gesagt. Aber sonst, also hier war kein Brunnen. Jetzt war ich mit dem Kampf beschäftigt und hab's nicht richtig zugehört und gelesen, ne? Aber ich würde sagen, wir beenden hier mal die Folge und dann gehen wir nächste Folge hier über die Brücke. Also bis dann. Ciao.